Trautes Heim, Glück allein, aber ich habe heute ein wenig mehr Glück, denn ich kann mir eure Dörfer wieder anschauen und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ja, ich hau auch gleich rein, denn wir starten heute wirklich, wirklich, wirklich mal tief. Ist aber nicht so schlimm, ich finde das sehr, sehr gut hier vom Wolfi HD. Er hat nämlich ein lupenreines Rathaus 6 hier und wir gucken uns die Base auch mal an. Die ist nämlich richtig gut, finde ich, also er baut sie richtig gut auf. Ob sie dann gut ist, sei mal dahingestellt, aber er baut sie richtig gut aus hier und das gefällt mir, muss ich sagen, sehr, sehr gut, denn das ist ein cooler Start hier, hat ihr Armeelager, ich glaube, sie gehen nicht weiter hoch als auf 130, man bekommt ja das letzte Armeelager mit Rathaus 7 erstmal dazu, dass man 200 Truppen hat, also müsste das passen dann mit dem dreimaligen Ausbau des Armeelagers oder viermalig, glaube ich, dann hat man die 200 und ich glaube, die Truppen gehen im Moment auch nicht weiter, er kann sich jetzt, glaube ich, freischalten, noch den Heiler hier an der Stelle und dann geht hier aber auch schon nicht mehr. Mal sehen, ob das Labor auch läuft. Nein, Labor läuft nicht. Okay, da muss man ein bisschen Elex für reinfahren. Ich denke, das macht er auch, denn die Base hier, ich muss mal eben schauen, hat zwei Bauarbeiter. Ja, Wolfi, du hast ja gesehen, wie man sich die Bauarbeiter schnappt, aber ich sehe hier, du harvestest deine Base gut ab hier. Also kriegst du auch die Juwelen rein für die nächsten Bobs und ich finde das... Ist es eine gelungene Base. Ich glaube, er ist auch noch gar nicht so lange auf dem Rathausstatus. Zweiter, ach nee, da geht der Airsweeper. Den kriegt man ja ab Rathaus 6. Airsweeper geht hoch und die anderen Sachen, so wie ich das sehe, sind schon ausgebaut. Kanonen können noch ein Level vertragen. Die gehen jetzt auf 7, so wie ich das sehe. Jawohl, das sieht gut aus hier. Ich denke mal, der Wolfi ist in jedem Fall auf einen super Weg hier, ein guter Charakter zu werden. Freut mich. Und da haben wir den nächsten. Es ist der Slash oder Slush vom Clan, die besten. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hatte. Aber ich habe ihn nicht in meinen doppelten Text gefunden. Deswegen glaube ich, war er noch nicht dran. Und er hat hier, ja, das ist ganz witzig, das ist eine CK-Base hier. Das ist eine R8-CK-Base. Die habe ich nämlich längere Zeit gehabt. Die wird hier oben natürlich nicht deffen, oder? Nein, die wird hier oben natürlich nicht deffen, weil das Rathaus viel zu weit außen steht. Deswegen, das ist eine reine, das ist eigentlich, ich habe damit lange gelebt mit dieser CK-Base. Also die ist, die hält auch mal, denke ich mal. Er hat hier auch relativ gut hier alles im Ausbau und auch alles, ja, ganz gut geschützt. Den sollte man, also den würde ich hier ganz, ganz außen nicht so setzen. Ich würde den immer ein bisschen mehr nach innen packen hier in so einer CK-Base hier. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine Base, die hält ganz gut. Die Tesla stehen hier ums Rathaus rum. Und wenn der Angreifer diese Luftabwehr zum Beispiel wegmacht, dann hat er nur noch zwei Luftabwehren vor sich. Aber hier ist ziemlich massiv verteidigt. Viele Healpoints sind hier und es ist gar nicht mal so einfach, hier dann auch mit Drachen dann komplett durch so eine Base durchzuschließen. Wir gucken uns die Truppen an. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht auch so aus, als wenn er erstmal den Wutzauber voll durchgemacht hat, damit er die Drachen richtig ins Speed kriegt und hat den King auf 10. Also ich denke mal, die anderen Sachen werden jetzt nachkommen. 183 CK-Sterne. Ich denke mal, auch das ist in Ordnung. Labor rennt, also irgendwas von den dunklen Truppen wird da rennen. Entweder Golem oder Valkyrie. Ich tippe mal auf den Golem, denn den Päcker hat er hier schon hoch. Wunderbar. Sieht gut aus bei dir, Slush. Ich denke, du kannst auch zufrieden sein. So, jetzt habe ich den ersten vom True Warriors. Allerdings, als er mir den Tag geschrieben hat, war er nicht bei den True Warriors. Das ist der Tom Otis Pappen. Tom Otis Pappen. Und er ist ein Rathaus 10 mit, ja, ganz anständigen Helden. Queen auf 33, King auf 21. Zwar ein ziemlich ungleiches Pärchen, aber an Truppen kann er auch nicht mehr so wirklich viel machen. Drachen, Päcker noch. Der Lava-Hund verträgt noch ein Level. Oh, hier gibt es noch reichlich zu tun. Die Babys 2 Level. Der Miner geht auf Level 3. Und auch die Hawks gehen auf 6 hier. Die Valkyren, also ich weiß gar nicht, ob er hier jetzt so lange ist. Die Top-Farm-Truppe hat er natürlich hoch hier auf 7, jawohl. Es sind die Kobolde. Es kann auch sein, dass er erst noch RH9 war. Denn so wie ich das sehe, ich habe das schon jetzt länger nicht. Doch, er war RH9. Ich habe das jetzt schon länger nicht in Erinnerung. Kloppt jetzt gerade die Clanburg hoch. Und das ist auch eigentlich ist eine typische... Es ist eine CK-Base. Hier ist der erste Inferno schon mal. Haben wir schon irgendwo einen zweiten drin. So ein bisschen Parallele haben wir hier zum Avatar-Account. Aber er hat hier schon richtig viele Mauern gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. Wenn man es erstmal über hat und hier so exzessiv farmt in Gold 3,
dann sieht das, denke ich mal, ganz gut aus. Und er wird hier unten auch schon mal eine Def-Farm. Ich meine, die Saison hat heute erst angefangen, beziehungsweise gestern. Und ich glaube, er kann damit zufrieden sein. Sieht gut aus hier. Viel Spaß mit Rathaus 10. Wir haben hier den He-Man vom Clan The Revenger. Er ist ein starkes RH9 hier. Ich glaube, ich mache die Folgen ja jetzt schon so lange. Auf einen Blick sehe ich eigentlich, Truppen sind maxed out, Zauber sind maxed out. Fehlen nur noch die Helden hier. Gucken wir uns mal die Base an. Auch die Base sieht sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, hier in den Bereichen hat er auch schon mal verteidigt. Zumindest wenn man mal auf einen 9er trifft. Da wird sich ein 9er doch relativ schwer tun, hier irgendwo mittig reinzukommen. Er schützt hier sein Dunkles. Und mal gucken, ob er was hochkloppt. Im Moment kloppt er nichts hoch. Okay, vielleicht ist er noch am Pushen. Kann sein, denn mit 150.000 kannst du sicherlich hier irgendeinen Helden updaten. Vielleicht sammelt er auch gleich für zwei Helden, aber die Base sieht natürlich top aus. Sie ist maxed out, auch die Teslas, auch wenn ich sie nicht sehe, denke ich mal, sind die hier voll auf Höhe. Und ich glaube, er ist ja auch mit seinem Dorf ganz zufrieden, denn oh, er war schon mal ein Titan. Sauber hat ihn noch nicht gedefft in dieser Saison, die ja erst ein Tag alt ist. Aber ist auch ein guter Spender hier, also sieht gut aus, ich denke mal, schöner, aktiver Rathaus 9er hier. Und ich glaube, er kann auch damit zufrieden sein. Wir schauen uns den nächsten an. Vielen lieben Dank übrigens nochmal für eure echt vielen, vielen Tags und vor allen Dingen für die nicht doppelten Tags. Das freut mich noch viel umso mehr. Und was mich noch viel, viel mehr freut, ich glaube, ich habe heute keine abgefarmte Base mal dabei. Das ist der Sensenkuyo. Der wurde zumindest schon mal angegriffen und ich weiß gar nicht, ob er hier oben in der Legende schon mal gedefft hat. Er war länger bei uns. Wenn ihr meine Folgen beobachtet, habt ihr auch ihn schon mal gesehen im Video mit einem Angriff oder einer Defense. Also ist ein Rathaus 11er hier, der sicherlich auch seinen Warden hochkloppt und natürlich die CK-Truppen hoch hat. Die ganze Zeit eigentlich schon eine Legende hier oben ist. Und ja, es ist ein 10,5er. Ihr wisst, ich habe es die Tage gerade noch gesagt, es gab immer wieder Streitgespräche um unsere Punkt 5er Dörfer, da die sich ja auf den Kopf stellen können, die kriegen einfach 3 Punkte. Und auch der Sensenkuyo hier hatte irgendwann mal, ich will nicht sagen von den Diskussionen die Schnauze voll, aber hat dann im CK nicht mehr so gut angegriffen und hat einfach mal seinen Hut genommen, ist also jetzt im Clan Affenstahl, ist auch in Ordnung. Also feel free, Sensenkuyo. Und du weißt, das ist ein gutes Dorf, aber ich bezweifle, du kannst eigentlich hinstellen, was du willst, auch hier oben in Legende. Du wirst auf jeden Fall immer angegriffen, denn nur mit den beiden Infernos hier ist das einfach ein bisschen wenig, glaube ich, um hier in Legende auch mal eine Def hinzulegen. Das wird sicherlich mal so sein, aber ich sag mal, von 70 AGs auf dich werden 69 erfolgreich sein. Und einer wird die Verbindung verlieren. Er hatte mir geschrieben, du kannst meine Base mal auseinandernehmen. Nein, ich nehme sie natürlich nicht auseinander. Genauso wie ich die Base vom Schweinehund sicherlich nicht auseinandernehme, denn er ist ein Rathaus 9er. Ich glaube auch noch nicht ganz so stark, beziehungsweise so lange R9 vom Clan Welpenstadion. Auch nicht schlecht. Und oh, der ist jetzt leider abgefarmt. Shitty, shitty, shitty. Aber nicht ganz. Die Base hat gehalten. Oh, sie hat schon gedefft. Zweimal sogar schon, obwohl die Saison erst einen Tag alt ist. Deswegen, ich denke, wir können sie trotzdem bewerten. Er hat hier 210 Truppen, ist also super auf dem Weg, hier 220 Truppen reinzukriegen. Gucken mal, ob hier ein Lager geht. Ah, im Moment geht kein Lager, aber demnächst geht sicherlich wieder ein Lager mit Elixier. Schade, dass ich jetzt doch einen abgefarmten drin habe, aber ich glaube, das ist nicht ganz so tragisch. Ich denke, er ist noch nicht ganz so lange RH9, denn hier gehen noch so ein paar Sachen außen erstmal, die fertig gemacht werden hier mit den angeflanschten Mauern, die noch nicht so ganz zu sind, aber sie sind schon mal eingeschwärzt worden, also dass man die Base erstmal schön schwarz hat. Hier hinten sehen wir das, ein paar hat er noch zu machen hier, aber er ist ein super aktiver, denke ich mal, und ist auch, ja, ich denke, er ist zufrieden mit seinem Account, hat 273 CK Sterne und er war, das kann man so sagen, auf jeden Fall ein Full Maxed Out RH8 und ist super auf 9 gegangen. Finde ich gut, weiß er sicherlich auch. Und sieht echt klasse aus. Okay, erste kleine Pause. So steht das hier bei mir in der Textdatei. Und da steht sogar der Filter drauf, weil wir noch eine Pause machen. Die versüße ich mir. Im Moment kann ich es mir gar nicht verkneifen. Die muss ich mir mit Farm versüßen. Denn ihr habt es ja gestern in der Folge gesehen. Mein Warden, der seine Halbzeit erreicht hatte, muss unbedingt weitergehen. Und dann, ja, was liegt es dann nahe, als hier mit einer kleinen vernuppelten Nase einfach ein bisschen weiter zu machen.
Also Wetter lädt auch nicht wirklich ein, um jetzt Friede, Freude, Eierkuchen hier rumzulaufen, sondern ja, ist das doch schon ein bisschen Erkältungswetter. Wir nehmen hier in jedem Fall den, ich wollte gerade sagen, nicht den nächstbesten mit, aber ein bisschen dauert es leider wieder. Und auch ein blinder Toto findet mal ein Korn hier. Ich weiß, das ist eine Base. Es ist einfach eine Base, so will ich mal benennen. Ich gucke mal, was ich in der Clanbook habe. Perfekt, 7 Riesen. Das sieht natürlich super aus. Und ich gehe bei solchen Bases mal gerne über Eck rein. Denn ich will jetzt natürlich hier so ein bisschen die gesamte Base rocken. Hier 500.000 Gold und 465.000 Elex kann ich mir nicht entgehen lassen. Der Rest ist mir egal. Also dunkles, ihr seht das, ich bin immer noch relativ voll. Denn heute Abend, ja, wir haben heute Mittwoch, werde ich hier Dienstag, morgen geht er ja erst hoch, werde ich in jedem Fall hier so ein bisschen weitermachen. Das heißt also, ich werde ein bisschen weiter forschen. So, jetzt gucke ich mal, die beiden Helden gehen auch mit rein. Ich spamme die hier jetzt mal so ein bisschen. Und ich glaube, so ein paar können hier auch außen mal lang gehen von den Bogenschützinnen. Denn die Mini-Tanks hier davor, die machen natürlich einiges. Meine Truppen sind da, sind sie schon in der Base drin. Auch nicht schlecht. Und es passiert ja eigentlich relativ wenig. Meine Helden kriegen ja ab und zu mal so ein bisschen Beschuss. So, jetzt habe ich noch 20 Lakis. Ich spamme die hier rein. Der Sky hatte sich ja so gewundert die Tage. So nach dem Motto, boah Toto, was spammst denn du die da so rein? Und ja, ich will natürlich das ganze Dorf hier haben. Und nicht nur so ein bisschen so. Da hinten ist aber allerdings jetzt eine Luftabwehr. Dann bringen wir die wenigstens einmal in Wut hier. Meine Queen stiebt mir. Das ist natürlich nicht so schön. Die muss ich einmal zünden hier. Und ich nehme mal hier oben noch einen Laki. Ey, das sieht nicht so gut aus. Mal sehen, ob wir hier wirklich alle Ressourcen kriegen. Aber ich habe noch, ich kann den King auch noch zünden. Okay, das sieht ganz gut aus. Also so eine Truppe hier, beziehungsweise so eine Base mal eben durchgebatscht. Das ist kein Thema. Jetzt muss zwar meine Queen so ein bisschen recken. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann soll das wohl so sein. Aber die Lakis hier auch. Also so 20 Lakis hier in die Batscharmee mitzunehmen, ist echt nicht schlecht. Denn die sorgen noch mal ein bisschen für so Mini-Trouble aus der Luft. Und also nicht völliges Gebatsch. Da hinten macht der eine Lakai jetzt auch die Kanone. So, dann kann ich meinen King jetzt auch zünden. Dann ist der nämlich wenigstens wieder schon mal voll. Hat keine Reckzeit, aber meine Queen hat jetzt natürlich Regenerationszeit. Die paar Pokale können wir auch machen. Ich habe heute schon reichlich reingefarmt wieder. Ihr seht das auch. Über 6 Millionen schon wieder an Gold und 3,8 Millionen Elex. Also ich denke mal, die Geschichte hier mit dem Warden wird in jedem Fall was. Ich nehme nochmal Bodentruppen Gift mit und mache jetzt mit dem Besuchen weiter. Und ich habe die nächste Tech jetzt gleich drin. Das ist jetzt einer der etwas älteren Techs, die ich hier gerade abarbeite. Es ist nämlich der Panda-Bär. Und es freut mich ganz besonders. Er war 2 Folgen lang abgefarmt. Heute ist er nicht abgefarmt. Wunderbar hier vom Clan Europic 2.0. Und er ist ein, ja, ich denke, oh, das sieht gut aus. Das ist ein schöner R7 hier. Gar keine Frage, mit ja schon relativ hoher Defense, so wie ich das erblicken kann, hat hier die Luftabwehren schon alle auf 4. Da geht natürlich jetzt noch ein Level, aber sie haben auch eine nette Laufzeit, nämlich 5 Tage für Level 5. Und das muss man auch erstmal stemmen. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 4 Bauhütten erstmal. Ja, die fünfte. Mal gucken, wann er da rankommt. Aber er hat sich auch schon alle Truppen, soweit ich das sehe, erspielt hier. Ah ne, die Hockrider. Da muss die dunkle Kaserne noch einmal gehen. Aber er hat hier einen Drachen. Der geht jetzt noch auf 2 und ich denke mal von den Truppen her ist das absolut in Ordnung. Fünfer King, der ist also schon durch, etwas weiter als bei meinem R7. Meiner bleibt irgendwie auf 2 hängen. Aber ich mache auch relativ wenig zurzeit. Hat 170 Truppen, also unbedingt Armeelager ausbauen. Du brauchst hier die 200 Truppen und die Armeelager hier in den unteren Bereichen laufen ja wirklich nicht lange. Also auf die 200 Truppen solltest du in jedem Fall kommen. Und die hier, ja, ich würde sie tatsächlich mit den Kanonen tauschen. Also ruhig Kanonen nach außen und Luftabwehr nach innen. So würde ich es jetzt machen. Man kann das machen, muss man aber nicht. Saison ist ja gerade mal ein Tag alt, noch nicht verteidigt, noch nicht angegriffen. Aber die Base ist in jedem Fall aktiv, denn ich sehe hier überall Bauarbeiter am Werkeln. Und ja, ich denke mal, ist eigentlich eine coole Sache, dieses Dorf hier. Und jetzt muss ich mal schauen, wo ich eigentlich hier stehe. Ich stehe jetzt hier bei meinem Nächsten. Es ist der Invincible.
Invincible, so heißt es, glaube ich, vom Clan Makita Bauer. Und es ist ein Rathaus, oh, auch ein Rathaus 7. Rathaus 7 hat die dunkle Kaserne auch noch keinen weitergeklopft, aber ist dabei, die Luftabwehren jetzt wenigstens hochzumachen hier, denn die hätten, glaube ich, schon... Ah ne, die können, glaube ich, ja doch, die hätten schon ein Level mehr vertragen können auf Rathaus Level 6. Und auch die Lager können natürlich ein bisschen höher gehen. 200 Truppen hat er aber, okay, mal so zum Unterschied zur vorherigen RH7 Base. Und hier werden in jedem Fall die Luftabwehren schön von den Magertürmen geschützt. Man hat ja erstmal nur zwei Mauern, sieht gut aus hier. Und auch er ist schon dabei, jede Mauer hier mit 200.000 hier hoch zu machen, hat den King auf 2 und das Lager hier außen. Also, ich würde das Lager einfach mal reinstellen, mit irgendwas tauschen, mit einer Defense oder was auch immer. Denn hier in den Bereichen, ja, ich habe es heute schon 1000 Mal gesagt, Liga ist ja erst einen Tag alt, hat aber Truppen schon received, also er ist in jedem Fall hier aktiv. Sieht man auch, die Bauarbeiter sind gut dabei und das Labor. Ich hoffe, dass dort der Drachen schon... Ah ne, der ist schon 2, ja, der Drachen ist schon 2, super. Dass der Blitzer weiterläuft auf 4, wunderbar. Und ich denke, er ist ganz zufrieden hier. Kleine, aber feine Base. Jeder, der solche Bases hier sieht und höhere Bases hat, kann sich sicherlich noch daran erinnern, wie es bei ihm war. Und von daher ist das hier ein schönes Ding. Schönes Ding haben wir hier aber auch vom Shorty, vom Clan Die Betrunkenen. Vom Clan Die Betrunkenen, cooler Clanname. Und wir sehen hier, oh, schöne viele Max-Truppen schon. Ah, Helden. Hätten ein bisschen höher gehen können, aber ich glaube, er ist zufrieden. 561 CK-Stellen und die Base ist auch cool. Hat den Adler hier schon auf 2, hat hier auch die hier schon auf 5. Also er ist schon ein bisschen länger 11er hier. Aber ja, das, was ich dann halt immer befürchte, gerade wenn wir hier oben hier sehen, dunkle Truppen, Bowler, Lavahund, Hexen, Valkyren. Das sind alles dunkle Truppen erstmal, die man dann levelt und dann vergisst du irgendwo deine Helden. Das finde ich mal ein bisschen schade, aber das lässt sich natürlich lässt sich das wieder aufholen. Und solange wie die Liga hier dauert, hat er hier auch schon gedefft. In Champions 2 ist er zurzeit, aber ich denke mal, die Base hier sieht ganz cool aus. Luftabwehren gehen hoch, 2 Stück auf einmal, Donnerwetter. Und die X-Bogen auf Boden stehen, okay. Die würde ich vielleicht umstellen, gerade wenn ich 2 Luftabwehren weniger habe, die hier stehen auf Luft, aber gerade die hier unten sind, ja, ich würde sie jetzt auf Luftboden stellen, ist vielleicht doch besser. Aber sonst ist die Base hier schon relativ hoch, Bogenschützentürme können noch ein Level vertragen und ich glaube, er ist in jedem Fall zufrieden mit diesem Account. Aus der Excel-Tabelle, wo ich übrigens immer raus arbeite, habe ich ja immer die Gefahr, oder waren eher, glaube ich, habe ich natürlich immer die Gefahr, dass ich etwas vom Freddy Gamer hier vergesse. Braucht man Glück, um bei dir dabei zu sein? Nein, man braucht kein Glück. Man schreibt einfach unter das letzte Dorfbesuchsvideo, ich betone das nochmal, unter das letzte Dorfbesuchsvideo seinen Tag. Und dann kommt man hier auch vom Clan die Uralten dran. Gar keine Frage, ist ein Rathaus 8 hier. Und so wie ich das sehe, Level 51 und Rathaus 8, das ist echt schon wenig, muss ich mal so sagen. Und na, du hast auch einiges hier nachzuholen. Also das sehe ich auf einen Blick hier, dass hier kein einziger Rathauslevel vorher mal ordentlich durchgemaxt wurde. So schlecht sieht die Base jetzt gar nicht aus. Also Morn ist ja in Ordnung. Da ist er schon relativ weit. Aber die Defense hier, die gehen in jedem Fall schon in jedem Level irgendwo so ein bisschen weiter. Und deswegen hat er hier an der Stelle, glaube ich, reichlich versäumt. Hier gehen jetzt erstmal die beiden Magertürme hoch, das heißt alle drei gehen sogar hoch auf Level 3. Also da, wie gesagt, hat er, glaube ich, in den Rathausstufen vorher echt was versäumt. 180 Truppen, auch hier hat man als 7er eigentlich schon 200, also da weiß in jedem Fall, was zu tun hast. Lager müssen in jedem Fall hoch sein hier, ich weiß gar nicht warum. Das Lager hier noch so niedrig ist und hier auch, vielleicht ist er auch noch nicht so lange 8, aber er hat natürlich bei 6 und 7 schon reichlich vergessen. Das sehen wir hier auch an den Truppen. Einiges gar nicht gelevelt, Kobolde, Mauerbrecher, ich meine, stellen wir uns vor, du gehst jetzt bis auf Rathaus Level 10 oder 11 mit 1er Mauerbrechern durch, da brauchst du schon eine Hundertschaft, um hier überhaupt mal eine Mauer zu knacken, also bitte um Gottes Willen, level diese Truppen hier und auch die Goldklauer-Truppe ist die beste Goldklauer- und Elexklauer-Truppe im Spiel, sind einfach die Kobolde, Drachen müssen unbedingt auf 2 hier, ach, da hast du noch ein bisschen was zu tun und deswegen glaube ich auch, dass du das sicherlich nachholst, denn vom Äußerlichen her sieht deine Base gar nicht mal schlecht aus.
Der fragt immer mal wieder an in allen Clans hier bei uns. Es ist Baumkind oder Baumkind. Eigentlich heißt er Baumkind HD. Er hat sich jetzt gerade umbenannt. Krass. Er hat sich gerade umbenannt. Und warum haben wir ihn immer abgelehnt? Weil ich glaube, dass er A nicht 18 ist und B hatte hier seine Tanks zu den Truppen hier nicht wirklich hoch. Also die Drachen sind nicht auf 3 auf Rathaus Level 8. Der Päcker ist nicht auf 3 auf Rathaus Level 8. Die Loons sind nicht hoch. Das ist hier ein bisschen von allem, aber nichts wirklich durchgemacht. Erdbeben fehlt ihm hier. Okay, Erdbeben ist Erdbeben. Der Blitz fehlt auf 5, also grenzwertig. Hat aber den Sprung komischerweise auf 2, für was auch immer. Aber er hat zumindest alle Truppen und wir gucken uns auch die Base an. Sie ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, sie ist gar nicht mal so schlecht und schützt hier sicherlich schon das Dunkle ganz gut. Und die Magiertürme gehen jetzt hoch. Die hätten auch schon ein bisschen höher sein können, auch da auf 8. Also auch hier hat man so ein bisschen was, so ein ganz kleines bisschen was zumindest versäumt. Hat glücklicherweise die erst auf 2 hier. Die bleiben hoffentlich auch erstmal auf 2. Und im Labor forscht hoffentlich auch das Richtige. Er klopft hier hinten jetzt die nächste oder eine Kaserne erstmal auf Baby-Drachen-Status. Denn den hat er noch nicht. Den muss er sich erst freispielen, okay. Aber man sollte, also ich würde wirklich die anderen Kasernen alle nachbauen, denn es dauert ja ewig, wenn du hier von jedem nur eine Kaserne hast. Und besser ist, man baut einfach alle auf einmal auf. Also nicht alle auf einmal, sondern alle schön nacheinander, dass man alle hat. Und dann hat man da auch relativ lange was von. Ansonsten 220 Truppen hier und die CB auch schon auf 30 hier. Also die Grundvoraussetzungen sind in jedem Fall geschaffen. Aber ich habe es jetzt mal erklärt, warum ich dich ablehne. Das sind eigentlich die Gründe. So, die nächste Tech hier bei mir ist der, wie heißt es, 61 Toprak 61. Okay, ich hoffe, er ist Baujahr 61, wäre ja krass. Älter als ich, aber es ist ein schöner Rathaus 10er hier. Das sehen wir hier, die Helden sind mittlerweile, wisst ihr, das ist das für mich auch in Ordnung hier und hat alles. Ich glaube, er ist hier relativ durch. Das ist durch hier. Gar keine Frage. Da fehlen eigentlich nur noch die Helden auf 40 und dann kann aus dieser CK-Base auch was werden. Hier kloppt er zumindest die Queen schon mal hoch. Und ich glaube, das ist eine typische CK-Base hier, wo die Mauern stehen oder Mauern sind. Da werden sicherlich irgendwo die Teslas rumeiern. Denn ich kenne die Base von genau andersrum. Vom Design her, aber ich denke mal, sie wird auch. Mal gucken, hat sie schon. Ja, sie hat viermal heute schon verteidigt. Unter Umständen Drops oder tatsächlich verteidigt. Sieht aber gut aus hier. Die Mauern gehen noch ein bisschen höher. Und der Toprak hat hier in jedem Fall reichlich noch zu tun. Aber ich denke mal, die Defense ist auch maxed out. Also Mauern, Helden. Weitermachen. Super gemacht hier. Und jetzt habe ich gerade Probleme mit meiner Zwischenablage. So, mal gucken, ob ich jetzt auch einen Tag drin habe. Ja, ich habe einen Tag. Ach nee, den Tag habe ich gerade gehabt. Ah, seht ihr, das war das Problem mit meiner Zwischenablage. Da bin ich mal gerade um eine Zeile verrutscht. Und wir haben hier den Sandsturm vom Clan Ludwigsburg. Clan Level 14 auch, Donnerwetter. Und ja, ich glaube, ist ein cooler Account hier. Ist noch nicht so lange RH8, das zeige ich euch gleich. RH9, das zeige ich euch aber gleich, warum. Er hat hier zumindest full durchgemaxt, was RH8 angeht, außer die Schweinereiter und die Lakaien hier. Denn die Base ist auch noch nicht so super stark hier mit den 1er X-Bögen, aber die Helden. Ich glaube, er macht exzessiv hier Helden und das ist natürlich klasse. Kann man nicht anders sagen. Beide Helden gehen hier hoch auf Level 15, also sauber, super, super nachgefarmt hier, aber bring bitte deine Defense hoch. Also vor allen Dingen hier, was nachzubauen ist. Als Farmbase muss ich sagen, finde ich diese Base nicht so gut. Die ist relativ schnell knackbar hier. Auch vor allen Dingen in Kristall 1. Also mal mit einem geschmeidigen Go-Vibe hier durch. Mit ein paar Hawks dabei. Dann ist natürlich diese Base gewesen. Er ist natürlich jetzt geschwächt dadurch, dass die Helden pennen. Und hier nicht aufpassen. Hat aber eine 30er Clanburg. Und ich denke mal, wenn die fertig sind, die Schützen hier schön die Luft abwehren. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, er ist zufrieden hier mit dem Dorf. Und auch mit dem Account. Okay, bei mir steht mal wieder Pause in der Datei drin und ich glaube, wir haben wieder Sachen am Start hier. Ich habe einfach mal was angefragt. Was habe ich nach Clanbuch? Oh, okay. Glücklicherweise habe ich mir einen eigenen Tank gebaut und sonst wäre das hier nichts geworden. Und ja, das war eine schöne Abfahrbase hier, aber leider ein bisschen wenig Ressourcen.
Wir suchen ja denn doch schon was mit ein bisschen mehr. Dunkles brauchen wir nicht haben, aber so ein bisschen was von dem anderen Zeugs. Und grüßt in dem Moment, wo ich den Mauszeiger einfach mal rausnehme, weil ich gedacht habe, er ist schon wieder drin. Habe ich hier zwar eine relativ aktive Base, aber ich glaube, den können wir hier machen. 600.000 Gold ist in jedem Fall cool. Ich muss nämlich Mauern knechten. Und der hat natürlich Infernos. Was hat er denn eigentlich dafür, wir hier stehen? Das sind, das sind beides Multis. Okay, das sind beides Multis. Dann gucke ich mal, oder... Er hat mir schon Eingang geschaffen. Vielen lieben Dank, du Gegner. Wer ist es eigentlich, der? Nee, wie heißt es? Nee, Echi. Oder so. Das ist natürlich sehr, sehr cool, dass ich hier gleich ein Loch in der Base habe. Dann kommen wir einfach mal. Wir hauen hier gleich mit dem Packer rein. Und jetzt gucke ich mal, dass ich hier ein paar Bowler nachkriege. Jawohl. Ich meine, die können jetzt alle schön durch das Loch gehen. Hier gar keine Frage. Dann hauen wir die Hexen hier mit rein. Der Flächenschaden geht jetzt erstmal weg und mal sehen, ob meine Mauerbrecher hier mal ganz stumpf geradeaus gehen. Ach komm, die Valkyren hier auch. Dafür haben wir die ja gekriegt hier. Mauerbrecher gehen durch, jawohl, das ist schon mal super. Aber es geht hier gar keiner rein. Das ist natürlich dürsig. Da muss ich die jetzt erstmal so ein bisschen reinzwingen hier, glaube ich. Aber es will keiner rein, okay. Na, dann lass das halt. Dann soll es mir auch egal sein, aber so ein bisschen müssen wir jetzt mal rausholen aus der Base. Sieht noch ganz entspannt aus hier. Ah, da gehen die ersten Trüppchen jetzt endlich in die Base rein. Es ist die Queen mit, nicht mit dem King, sondern mit dem Golem. Der Golem ist immerhin schon mal gesprungen. Und ja, ich muss mal gucken, wo ich jetzt gleich eigentlich mein Gift mal ansetze. Fries ansetze, ich denke mal. Die beiden hier haben es verdient, dass ich sie friese. Oh, die Skelette hier, toll. Tolle Skelette. Okay, aber ich denke mal, wir werden den Inferno jetzt auch noch bekommen. In welcher Form auch immer, mit welcher Truppe auch immer. Mal sehen, die Queen wird jetzt noch nicht aufs Korn genommen. Jetzt wird sie erst aufs Korn genommen, aber das ist auch ein kleiner Inferno. Also ich denke mal, den farmen wir hier mal eben auf 0 in der Folge. Ja, dann ist das auch ganz gut. Opponent Shield activated for 16 hours. Und dann hat er auf jeden Fall ein schönes 16-Stunden-Schild und kann seine Lager wieder voll machen. Oh, das sprotzt hier so richtig schön raus. Ihr seht das hier, wie das Elex hier so hoch sprotzt. Das hat John immer gesagt. Der mochte das auch immer so gerne. Der hat ja echt exzessiv nur Barge gefarmt, hätte ich fast gesagt. Und naja, wir lassen den auf jeden Fall hier. Wir nehmen den mal auf 0. Die Pokale nehmen wir mal mit. Ich verliere immer mal wieder, wenn ich ein bisschen rumbatsche. Und dann ist das, glaube ich, hier ein gelungener Farmangriff von mir geworden. Ja, das passt in jedem Fall. Und wir machen weiter mit den Besuchen. Ich trainiere schon mal unsichtbar für euch nach und hol mir den Mauszeiger wieder rein. Okay, wir machen hier weiter und ich habe jetzt wieder eine, die hier schon mal als abgefarmt bezeichnet wurde. Es ist der Lichte 2.0. Er ist bei uns aus dem Clan und wir gucken ihn heute mal an. Er ist auch eigentlich schon wieder abgefarmt, denn ihr seht das, der wurde schon angegriffen. Bomben sind noch unten, also noch nichts wieder repariert. Und er hat hier aber in den 2 Tagen noch nicht einmal gedefft, war schon ein bisschen höher, hat sich also schon die Juwelen abgeholt und ist von den Truppen her bis auf den Hund, Valkyrie muss er noch machen. Eieiei, alles noch dunkle Truppen. Das hindert ihn sicherlich daran, auch immer mal wieder einen Held dazwischen zu machen. Also so dolle ist das hier noch nicht. Liegt er aber, er ist schon länger bei uns. Er kommt aus Tour 2, kämpft jetzt die ganze Zeit bei uns mit, wechselt also immer mal wieder hierhin, dahin. Und hat allerdings auch einen zweiten Account noch in Tour 2. Und ja, der Rest sieht gut aus hier. Ich könnte euch jetzt verraten, wo... Ich wollte gerade sagen, ich könnte euch verraten, wo die Tesla stehen. Natürlich weiß ich, wo sie stehen. Denn als Clanmitglied sehe ich sie. Sie schützen hier das Rathaus. Das sollen sie sicherlich auch in der Liga machen. Und der Rest ist hier maxed out. Das ist in Ordnung. Ich hätte fast gesagt, für einen RH9er ist das Standard. Weil RH9 geht schon relativ schnell. Selbst mit 4 Bauarbeitern bist du relativ schnell maxed mit der Def hier. Und ich glaube, der Lichtle ist an der Stelle auch zufrieden. Und ich kann mein Gezeigt endlich bei ihm reinmachen. Aber ich habe natürlich auch noch ein paar neuere Techs hier unten.
und wie immer mit dem Leerzeichen dazwischen. Es ist der German Clasher. Er ist ein Rathaus 10 hier, sieht sehr, sehr gut aus, habe ich mir eben schon mal angeschaut. Ist jetzt auch schon dabei, hier im inneren Ring schön die Mauern zu machen. Mache ich ja auch mal ganz gerne von innen nach außen. Und ist ein cooles Dorf, ist auch noch nicht Max. Das ist eigentlich ganz, ganz nett. Hat keine Infernos, also 1.5. Und ist aber cool dabei, auch mit den Helden. Und auch die Base hier, denke ich mal, ist recht stark. Denn wir gucken mal, er hat schon einmal verteidigt. Entweder war es ein Drop oder jemand, oder er hat wirklich verteidigt, aber die Helden sind in Ordnung. Sie gehen jetzt halt, sie müssen halt nachgehen. Kannst nichts anderes dann machen, wenn du ein bisschen höher starten willst bei RH11. Denn der Rest ist schon relativ hoch hier an der Stelle. Kann jetzt die Miner noch ausbauen. Die Babydrachen gehen noch 2 Level. Also so viel hat er auch nicht mehr zu tun hier. Drachen noch, Päcker noch. Ja, ein paar Forschungen sind es noch. Keine Frage, Klonzauber. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und ich glaube, er ist auch zufrieden mit dem Dorf. Ich wäre es in jedem Fall. Und ich habe hier, ja, die Tags sind auch immer komisch, muss ich sagen. Denn das ist ja jetzt mal ein ganz anderes Tag, auch wenn wieder ein Leerzeichen drin ist. Aber es ist der Stars von BND. Schreibt sich cool, der Klarname, ne? BND, Bundesnachrichtendienst Deutschland. Vom Bundesnachrichtendienst Deutschland. Ich weiß, dass er abgefahren war, aber man erkennt die Base eigentlich noch komplett. Denn hier vorne stehen nur so ein paar Defenses, die jetzt mal gerade draufgegangen sind. Und ich glaube, das könnte schon eine Verteidigung gewesen sein. Ist es auch, also eigentlich zum Farmen hier eine coole Base. Früher war es mal eine CK-Base, allerdings hält sie nicht so gut. Die kann man ruhig auf Boden Luft stellen, denn ich meine, die schützen dann auch zumindest noch die Luftabwehren und auch den Flächenschaden hier zusätzlich. Das reicht noch von der Range. Also ich würde die nicht unbedingt auf Boden stellen, aber scheinbar hat es hier geholfen. Und den Rest brauche ich mir gar nicht angucken. 220 Truppen, der ist maxed hier. Die Teslas, ja, ich weiß nicht, ob sie hier vorne jetzt stehen, wo die Lager sind. Oh, die Lager hat er immer noch, also er kann auch, glaube ich, gar nicht mehr viel machen. Die Mauern sehen mir auch schon alle durchaus hier. Also mach die Helden, mach noch die paar Forschungen und dann, glaube ich, bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Jetzt haben wir noch das Leerzeichen hier wegzumachen. Und es ist der, den konnte ich nicht lesen, den habe ich mir eben schon angeguckt. Es ist der Zulu Nation oder Nazlon heißt es, glaube ich. Vielleicht sagst du mir das oder buchstabierst mir das oder zeigst es mir im Duden. Aber er ist hier ein Legendenspieler mit Full Max Out RH11. Also nichts mehr zu tun. Hier ist alles fertig. Und genauso sieht natürlich hier die Base aus. Obwohl er hat ein bisschen Elex hier verbraucht. Ja gut, bei der Armee brauchst du natürlich mal reichlich Elex. Da ist doch noch eine Forschung offen. Was ist denn hier noch offen? Wo ist denn hier noch kein Max vor? Mann, vom Erdbebenzauber. Okay, kann man durchgehen lassen. Alles klar, habe ich übersehen. Und aber ich denke mal, ist eine coole Base hier auch in der. Er war ja schon in der Titan League mit 5200 Punkten. Sehr, sehr gut. Und hat schon jetzt schon zweimal gedefft. Ich denke, ja, mit so einem Dorf kannst du dann ganz easy peasy pushen. Keine Frage. Also, schönes Ding hier vom. Ja, du weißt schon, Team Rocket. Ich will es nicht nochmal aussprechen, um mich nicht gleich zweimal in einer Folge bei einem Namen zu blamieren. Wir hören heute auf, das ist der Hammer, also mit dem Besuchen. Ich mache natürlich gleich noch was mit dem Yannick hier von den Smash Bros. Er ist ein Rathaus-Level, hör mal ganz niedlich, ein Rathaus-Level 5. Aber maxed. Ja, also der ist durchgemaxed hier, sehr, sehr schön gemacht, Yannick. Und scheinbar schaust du meine Folgen, also mach ruhig weiter so, maxed hier alles durch. Und du hast jetzt du musst jetzt einen langen Atem haben, denn die gehen alle auf 10. Die gehen alle auf 10 hier. Und ihr seht das hier, das sind noch etliche Tage, die hier verstreichen. An Truppen brauche ich nichts mehr. Da ist er durch. Und deswegen, also hab ruhig die Geduld. Genieß noch ein paar Klarkriege, spielst du Klarkriege? Ja, 3 Sterne gewonnen, einen hat er schon mal gemacht. Wunderbar. Und hat natürlich auch nicht so viel Bauhütten. Ich gucke mal gerade, ich sehe hier echt nur eine. Ah, nee, ich sehe 2 Bauhütten. Okay, 3. 3 Bauhütten, okay. Also mach die Lager ruhig hoch, lass das ruhig hier alles überlaufen. Und dann wirst du ein super 5er, 6er, 7er, 8er. Also super gemacht hier. Seid ihr mir sicherlich, wie nenne ich das immer? D'accord. Also sind wir uns einig. Cool gemacht hier. Und ich schließe die Folge heute mit Nachtdorf ab. Oh Grusel, oh Grusel. Und mehr recht als schlecht hier. Ich bin wieder back to the roots mit meiner alten Armee. Also die Hexen, die können mich jetzt mal. Die können jetzt gerne Hexen bleiben. So. Und ich mache jetzt nämlich hier mit
einer etwas veränderten Armee. Das heißt also, ich spamme hier. Ich hab keinen Bock mehr aufs Nachtdorf. Ich spamme jetzt immer einfach meine Babydrachen. Ich hau hier einfach ein paar Lakis hinter. In der Hoffnung, hier geht irgendwas. Kampfmaschine rein. Und im Moment brauche ich natürlich die drei Bonus-Dinger hier mal gerade so nicht machen. Ist natürlich ein kleiner Vorteil. Und ich verliere jetzt auch gern die Pokale. Also ich will nicht sagen, ihr hört das an meiner resignierten Stimme. Ich habe es nicht ganz aufgegeben, dieses Dorf. Aber so ein bisschen habe ich es, glaube ich, schon aufgegeben. Ich meine, ich habe jetzt noch zwei oder drei Sachen zu machen. Das ist nicht mehr viel. Hol mir jetzt halt den Tagesbonus. Und dann sind es noch etliche Tage, wo ich farmen muss, meine Maschine. Ah, entschuldigt bitte, dass es wieder so rot ist. Ich gehe aber trotzdem mal rein ins Geschehen, mal sehen. Ah, die hat das Ding noch gekriegt, okay. Das war es dann aber auch. 48%, 50% einstellen, okay. Da wird der Gegner sicherlich besser sein und so eine Base kann man auch besser machen, ich weiß. Die geht natürlich super mit Barbaren und mit Riesen hier. Kampfmaschine, denke ich mal, kann man die ganz gut hier knacken. Und allerdings ist der Brutzler hier auch in der Nähe hier, wo die Lager hier stehen, wo man hier eigentlich reinkommen kann. Ach, lass mal. Mal gucken. 53% sind zu schlagen. Okay. Haben wir mal gewonnen. Eieieiei. Alles klar. Guter Abschluss hier für die Folge. Ich hoffe, die Folge Dorfbesucher hat euch in jedem Fall gefallen. Also das traute Heim kann jetzt wieder euer Glück allein sein. Und ich habe jetzt ganz zum Ende, muss ich mal gerade schauen, wer war abgefarmt. Der SVK war abgefarmt, der Cheater war leider abgefarmt. Ich habe jetzt zwei Tage lang nachgeschaut, wie es um eure Base steht. Und auch der Maxi war leider abgefarmt. Ihr braucht mir die Texte nicht nochmal schicken. Ich nehme sie dann im nächsten Video mit rein. Also nicht nochmal schicken. Nicht traurig sein. Ich hoffe, die Folge Dorfbesuche, wieder einen langen Atem, hat euch trotzdem wieder gefallen. Mir hat super gefallen. Tolle Dörfer dabei, habt ihr gesehen. Tolle Text dabei. Ich freue mich auf jeden Fall und würde sagen, Clash on, euer Toto, Clash on.